Hallo, herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute ist Montag und Axel ist da. Jawohl. Axel ist angekommen, hat auch zur Sicherheit schon mal einen Liter Öl mitgebracht, weil wir müssen ja auch dann spätestens in 2-3 Tagen einen Ölwechsel noch machen. Heute schauen wir uns mal oder werfen wir einen Blick auf die Variomatik, stellen die hintere Bremse ein. Da gucken wir dann nochmal gemeinsam. Und wenn das alles gegeben ist, muss ja eigentlich noch das Schutzblech hinten dran, ne? Ja. Der Sitzbankeinsatz muss rein, wenn er eingestellt ist. Ja. Und dann wird sich das ein oder andere schon noch ergeben, denke ich mal. Jetzt nehmen wir erstmal den Variomatikdeckel runter und du darfst noch mal 2-3 Worte sagen. Herzlich willkommen im Scooter. Schrauberparadies. Schrauberparadies. Ja, ich bin es noch nicht gewohnt, aber ich bin wunschlos glücklich. Also der Peter, der hat wirklich extrem gute Arbeit geleistet und immer wieder. Jedes Mal. Noch sind wir dabei. Ja, ist egal. Du hast genau das gesagt, was gewesen ist. Und nachdem du das so gut gereinigt hast, diesen Vergaser, läuft er wie eine Eins. Fast wie eine Eins. So soll es sein. Ja, so noch eine kleine Abstimmung oder so. Der Roller muss bewegt werden. Ja, die Ventile müssen Ventile müssen nicht frei fahren. Es muss alles nochmal in Schwung kommen. Alles, was da nicht mehr reingehört, muss hinten aus dem Pott rausgetragen werden. Und ja, wir müssen auf jeden Fall noch eine kleine feine Abstimmung machen. Das heißt, Standgas, Luftgemischschraube, alles muss noch ein bisschen nachgestellt werden. Wichtig ist, er springt an. Wir hatten ihn eben an. Er verzögert das Ganze noch ein bisschen, weil nicht gleich der Sprit, ne, in Wallung kommt. Aber ich denke mal, das wird schon, sobald er jetzt mal richtig durchgezogen wird. Denke ich auch. Okay, das Ding kennt ihr. Wollen wir hoffen, dass wir den Deckel ohne weiteres damit abbekommen. Aber ich bin guter Hoffnung. Ja, genau, gute Hoffnung. Ansonsten gibt es ja noch 2 gesunde Hände. Die eine zum Halten, die andere zum Kurbeln. Wir fangen jetzt an. Das machen wir ja natürlich in Zeitraffer. Jetzt haben wir ja die Variomatik freigelegt, wo ich sagen muss, top. Hinten die Kupplung wie der Wandler, auch top. Und der Keilriemen ist auch noch total top. Das Einzige, was jetzt wieder rein muss, weil ich jetzt vorhin oder eben zu schnell war, unsere Kickstarterwelle, die muss ich jetzt hier wieder einsetzen. Die hat ziemlich ausgehangen, weil Peter zu spät reagiert hat und den Kickstart nicht abgebaut hatte. Ist aber nicht das Problem. Braucht nur wieder eingehangen werden und somit können wir den Deckel auf jeden Fall jetzt schon mal wieder draufsetzen, weil das ist top da drin. Na, alles ist wieder an seinem Platz. Ich habe hier das ein bisschen gefettet, ne? Diese Achse von Kickstart. In Drenne habe ich auch einen ganz, ganz kleinen Tuck an den Zahnkranz gegeben. Und die Buchse, hier ist ja ebenfalls noch eine Buchse, wo ein Zahnrad sozusagen gehalten wird, was natürlich recht schmal ist, habe ich ebenfalls hier gefettet. Und wir haben die Buchsen, ihr habt ja meistens immer hier eine Buchse zum Beispiel, so eine Metallbuchse, und hier vorne habt ihr eine Metallbuchse. Ne? Das sieht man ja, sobald man den Deckel runternimmt, sieht man ja dann diese 2 Laufbuchsen, also diese Buchsen zum Draufsetzen. Ne? Das ist im Grunde nur eine kleine Hilfe, könnte man sagen, dass der Deckel, dass man weiß, wo muss der Deckel in welche Richtung gesetzt werden. Ne? Also, dass er nicht allzu weit versetzt ist. Und das haben wir auch ein bisschen gefettet. Ihr seht,
das ist schon mal wieder so weit dran, weil da war nichts dran zu machen. Ne? Einfach nur fahren damit. Hatte ich ja gesagt, die Bremse, ne? Also letztens, wo ich hier auf dem Hof mal zweimal hin und her gefahren war, dass die Bremse ein bisschen nachgespannt werden muss. Da ist meine Einstellung für die Bremse. Ich gucke mal, ob ich das so bewegen kann oder ob ich mit einem Schlüssel gegenhalten muss. Nein, es geht so. Also kann ich die Bremse letztendlich jetzt einfach so spannend. Futter ist noch genug da, weil das sehe ich hier unten. Das sieht man nämlich hier unten an diesem Teil, dass wir hier noch genug Futter haben. Ne? Auch wenn es aussieht, als ob sie jetzt schon sehr, sehr weit reingedreht ist, also dass hier sehr viel Gewinde ist. Aber zum Nachspannen brauche ich gar nicht so viel Weg. Weil jetzt schleift es, genau. Ja. Na, jetzt schleift es schon. Jetzt ziehe ich mal die Bremse noch einmal durch. Und drehe jetzt noch mal. Das heißt, ich nehme sie um eine halbe Umdrehung zurück. Muss natürlich gucken, dass ich hier jetzt nichts mitdreht. Ne? So, nochmal richtig nach hinten ziehen. Ja. Freier Lauf und die Bremse ist gespannt. Also wir haben richtig gut Druck auf der Bremse. Das hätten wir schon mal. Ja, Axel, Motor haben wir einmal gestartet. Jawohl. Läuft soweit. Ja. Variomatik, Bombe. Ja. Muss ja, ich echt sagen. Gut, ja. Kickstart haben wir auch gleich wieder eingesetzt. Ja. Ja, erst ja. Hast du probiert, dann kam Peter. Ja, ja, ja. So soll es sein. Ja, ne? Meine also, Welt. Es ist eben so, dass Axel eben auch mal versuchen wollte. Ja. Es ging um die Federspann. Ne? Aber das Schöne ist, der Peter lässt einen auch machen. Ja, was bleibt mir alles übrig? Wenn einer das machen möchte, warum soll ich da sagen, nee, lass mich das schnell machen? Ja. Ich weiß zwar, wie es geht, aber derjenige möchte ja auch wissen, wie es geht. Und ja. Das war es in dem Moment. Ich weiß es immer noch nicht, wie es geht. Aber du hast es doch gesehen. Ja, gesehen. Ja, genau. Ratzfatz dann. Ne? Ja, ich mache das eben zwischendurch und ich merke mir so eine Sache dann. Ne? Oder gucke mir das nochmal genau an. Es ist eben so. Ja. Nur lernen. Man ist nur am Lernen. Ja, das ganze Leben. So, wir haben die Variomatik, also ist top. Dann haben wir vorne unter der Sitzbank noch die Verkleidung angesetzt. Dann haben wir jetzt die Bremse noch eingestellt, die auch wirklich jetzt griffiger sein wird, auf jeden Fall. Zur Not kann man sie immer noch mal eine halbe Umdrehung spannen oder nachspannen, ne? Wenn der Roller jetzt richtig gefahren wird. Das nächste wird morgen, wir machen morgen nochmal weiter, also Dienstag, Motor warm laufen lassen. Axel wird hier auf dem Hof mal hin und her, dass er sich eingewöhnen kann an, oder gewöhnen kann an diesen Roller, wie er so ein bisschen anfährt und alles. Und wir müssen ja das Öl warm bekommen vor allem. Ja. Raus kann er ja nicht, weil es ist wieder ein Kennzeichen da, ne? Und TÜV. Jetzt ist es so, das machen wir dann morgen. Ölwechsel, warm machen das Ding, alte Öl raus, neues frisches Öl rein. Keine Werbung, deshalb halte ich es jetzt nur so, das ist Markenöl. Damit werden wir den Motor einmal umspülen,
und später dann raus und nochmal ganz Frisches rein. Wolltest du was sagen eben? Ja, nur, dass es 10 wie 40 ist. 10 wie 40 allerdings, genau. Ja. 10, der Motor bekommt. Aber hat nicht 10 jede Rolle ein anderes Öl oder was? Nein, die älteren Fahrzeuge fahren meist immer mit 10 wie 40. Mhm. Okay. Das eine oder andere neuere Fahrzeug könnte schon 5 wie 40 haben, je nachdem, oder vielleicht sogar 10 wie 30, was da so eben vorgegeben ist von Hersteller. Ne? Wir sind für heute durch. Also morgen Ölwechsel, Lichttest, Blinkertest, alles drum und dran. Und dann sind wir erstmal auf dem Weg Richtung TÜV, würde ich mal sagen. Ja. Der Roller wird auf jeden Fall dann den TÜV vorgestellt. Und alles, was dann noch so sein sollte, so Kleinigkeiten, die wir noch weiterhin machen können, machen wir dann natürlich. Dann sprechen wir uns mal ab, Axel und ich, ne? Wenn er nicht alleine weiterkommt, dass ich dann eben was übernehme, je nachdem. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit. Der Peter hat was ganz Besonderes und das lasse ich mir hier einbauen. Das ist so eine Fernbedienung, um den Roller fern zu starten und mit Alarmanlage und mit allem drum und dran. Und das lasse ich mir auch noch von Peter einbauen, weil das eine tolle Sache ist, per Knopfdruck den Roller anzumachen. Ja, das will ich auf jeden Fall haben. Also ist schon eine feine Sache. Ja, das ist schon genial. Ne? Aber natürlich nicht jetzt. Also das wird wirklich noch ein bisschen dauern, weil ich muss jetzt ja auch erstmal mit den Kassler Rollern nach vorankommen. Und du brauchst jetzt erstmal hauptsächlich TÜV. Genau. Ne? Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ja, bis die Tage. Bis morgen. Bis morgen, ja. Tschüss. Ja, tschüss.